Was ist zu tun, wenn es aber dazu kommt, dass man erzürnt? Er sagt, also die Behandlung, die er hier nennt, hat zwei Bereiche. Ilaj und Amali, also Behandlung, die mit der Praxis zu tun hat, Dinge, die du tun solltest. Und Ilaj und Ilmi, Dinge, die mit dem Bewusstsein zu tun haben. Also die Dinge sollst du dir jetzt in dein Bewusstsein rufen, vor deinen Augen führen, gewisse Erkenntnisse, die dazu beitragen, deinen Zorn etwas zu regulieren. Also das allererste ist, dass man versucht, sich die Texte vor die Augen zu führen, die Allah Ta'ala erwähnt im Koran oder die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna erwähnt hat, über das Unterdrücken des Zornes, der Vorzüglichkeiten, der Sanftmut und der Vergebung und des Ertragens. Wie zum Beispiel bei Al-Bukhari überliefert wird, im Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhu, dass ein Mann bei Umar radiallahu anhu um Eintritt bat. Und er erlaubte es ihm. Daraufhin sagte er, Ibn al-Khattab, o Sohn des Al-Khattab, du gibst uns nicht genug und bist nicht gerecht. Du gibst uns nicht genug und bist nicht gerecht. Und das erzürnte Umar radiallahu anhu. Er wollte ihn schlagen oder so. Daraufhin sagte Al-Hurr ibn Qais, er sagte, O Amir al-Mu'minin, Allah Ta'ala sagt in seinem Buch, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. خُذِ الْعَفْوَ, das heißt, das kann verschiedene Bedeutungen haben, aber unter anderem sei sanftmütig oder sei gütig, also vergebend, und gebiete das Gute und wende dich von den Törichten ab. وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Hier kommt das Wort Jahil. Also wende dich von den Jahilin ab. Was heißt Jahil? Hier ist nicht gemeint mit Jahil jemand, der nicht weiß, also dem das Wissen fehlt. Das Wort Al-Jahl wird auch benutzt in der arabischen Sprache für den Törichten, der sich wie töricht verhält. Und das ist hier gemeint. Wende dich von den Törichten ab. Also kontere ihre Sturheit nicht mit Gleichem. Kontere das nicht mit dem Gleichen, mit ähnlichen Aussagen oder mit ähnlichem Verhalten, sondern wende dich von ihnen. Wende dich von ihnen ab. Und dann sagt er, und dieser hier, der ist von den Jahilin. Und daraufhin berichtet der Rabi, hat Umar radiallahu anhu Halt gemacht, وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. Und er stand mit dem Buch Allahs, also wo das Buch Allahs war, war Umar radiallahu anhu. Wenn das ihn hier gestoppt hat, hat er angehalten, hat das nicht übertreten. Die zweite Sache ist, die ihn dazu verhelfen kann, dass er sich selbst vor der Strafe Allah Ta'alas, dass er sich selbst vor der Strafe Allah Ta'alas Angst macht. Dass er sich selbst Angst macht vor der Strafe Allahs, indem er nämlich sagt, dass die Macht Allah Ta'alas oder die Gewalt Allah Ta'alas dir gegenüber größer ist als deine Gewalt dem gegenüber, der dich erzürnt hat. Und wenn du deinen Zorn freien Lauf gibst ihm gegenüber, dann was sollte Allah Ta'ala davon abhalten oder was macht dich davor sicher, dass Allah Ta'ala seinen Zorn nicht in dir freien Lauf gibt, durchführt und vollstreckt? Und daher wird in manchen Kutub überliefert, also wahrscheinlich ist das von den Banu Israel auch, dass Allah Ta'ala sagt, Ya Ibn Adam, udkurni inda al-ghadab, adkurka inda al-ghadab. O Sohn Adams, erinnere dich an mich bei deinem Zorn und ich erinnere mich an dich bei meinem Zorn, wenn ich erzürne. وَلَا أَمْحَقَّ فِي مَنْ أَمْحَقَّ. Und ich werde dich nicht verwüsten oder zerstören unter denen, die ich zerstöre. Drittens,
Das ist rein weltlich, was er hier erwähnt, das dritte, der dritte Punkt der Behandlung, dass er sich selbst vor den Ausgängen der Feindschaft und der Rache warnt. Dass er sich vor den Ausgängen und Resultaten der Feindschaft und der Rache warnt und dass der Feind sich abmühen wird, nichts unterlassen wird in der Rache. In der Rache an ihn und der Schadensfreude. Das, wie gesagt, ist im Grunde genommen nur, dass man eine Schahwa der anderen Überhand gewährt. So dass der Schahwa, der eine Schahwa, den Überhand gewährt gegenüber der Schahwa des Zornes. Oder der Ruhe des Zornes. Darum gibt es hier auch keine Belohnung, wenn er sich vom Zorn deswegen zurückhält. Viertens, dass er über sein abscheuliches Erscheinungsbild nachdenkt, wie er auftritt, wenn er zornig ist. Und dass er in diesem Fall einem tollwütigen Hund ähnelt oder einem wilden Raubtier. Und dass er im Moment des Zornes, also wenn er seinen Zorn nicht, wenn er das nicht einschränkt, seinen Zorn, dass er in diesem Falle den Akhlaq der Anbiya und der Salihun widerspricht. Die fünfte Sache ist, dass er darüber nachdenkt, über die Ursache des Zornes nachdenkt. Was hat ihn denn dazu geleitet? Oder die Rache? Zum Beispiel, eines der Hauptursachen ist, dass der Shaitan zum Menschen sagt, man wird sagen, dass du dich nicht rächst, weil du schwach bist. Oder weil du eine niedrige Kreatur bist oder derartiges. Und dass du in den Menschen der Augen klein fallen wirst, wenn du das nicht machst, wenn du dich nicht rächst. Oder dann sagt er, dann soll er zu sich selbst sagen, du bist zu stolz, das zu ertragen, was die Menschen über dich sagen, und bist nicht stolz genug, um die Demut und die Erniedrigung am Tage der Auferstehung zu ertragen. Und du hast Angst, in den Augen der Menschen klein zu fallen und hast keine Angst davor, in den Augen Allah Ta'alas und der Malaika und der Rusul klein zu fallen. Und daher sollte er seinen Zorn unterbinden, unterdrücken. Und das lässt ihn bei Allah Ta'ala groß werden. Die sechste Sache ist, dass er wissen soll, dass die Ursache, weshalb er zornig geworden ist, dass es etwas ist, was gemäß dem Qada und des Qadar Allah Ta'alas geschehen ist. Nicht gemäß sei deiner eigenen Entscheidung oder deines Willens. Warum sollte man wegen etwas erzürnen, das entsprechend des Qada und des Qadar Allah Ta'alas geschehen und gefallen ist. Das hat mit dem Bewusstsein zu tun. Danach erwähnt er einige Dinge, die mit dem Handeln zu tun haben. Wie handelt man in dem Moment? Er sagt, als allererstes sollte er vor Allah Ta'ala Zuflucht suchen. Dass er Zuflucht sucht vor Allah Ta'ala, wie in einem Hadith vorkommt, bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei seinen Gefährten saß und zwei Männer haben sich gegenseitig beschimpft und gestritten, bis der eine rot angelaufen ist und seine Blutadern angeschwollen sind. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten, ich kenne etwas, wenn er es sagen würde, würde das, was er gerade empfindet, fortgehen. Dann sagt er, er soll sagen, ich suche Zuflucht bei Allah, vor dem Shaitan al-Rajim. Und dann sagten die Gefährten zu ihm, das ist auch ein Beispiel dafür, zu welchen Abscheulichkeiten manchmal Zorn bringen kann. Das, was nämlich hier passiert, ist abscheulich. Dann sagten die Sahaba, hast du nicht gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt? Dann sagte er, bin ich geistesgestört? Also hat er im Zorn gesagt, verstehst du? Ja. Das ist eine Sache, dass er Zuflucht sucht.
Und die zweite Sache ist, dass er seinen Zustand ändert und den Streitort verlässt. Dass er den Streitort verlässt und seinen Zustand ändert. Das heißt, wenn er steht, setzt er sich hin. Wenn er sitzt, legt er sich hin oder er kühlt sich ab. Und daher sagte in einer Riwaya von Abu Wa'il, sagte wir waren bei Urwa ibn Muhammad und ein Mann sprach mit ihm scharfe Worte. Und daraufhin erzürnte er bis aufs Äußerste und stand auf und wusch sich, also nahm den Wudu. Dann kam er zurück und dann sagte er, mein Vater berichtete mir über meinen Opa Atiyah, und er soll von den Sahaba gewesen sein. Er sagte, inna al-ghadaba min al-shaytan, der Zorn ist vom Shaytan. Wa inna al-shaytan min al-nar, und der Shaytan ist aus Feuer. Und das Feuer wird durch Wasser gelöscht. Wer von euch zornig ist, der soll sich waschen. Ebenfalls das sich hinsetzen oder hinlegen. Warum soll man das tun? Sie sagen, es könnte sein, dass dies getan werden soll, damit er sich an seinen Ursprung erinnert. Und an seinen wirklichen Rang, wenn er der Erde näher ist. Und daher wird überliefert im Hadith von Abu Sa'id, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte beim Zorn, man wajada dhalik falyulsiq khaddahu bil ard. Wer etwas davon findet, also in sich wiederfindet, den Zorn, dann soll er sein Gesicht auf die Erde legen. Wobei aber bei Tirmidhi und auch im Muslim von Ahmed das Wort Khad, Gesicht, nicht vorkommt. Da kommt nur, er soll sich auf die Erde legen, ohne das Wort Gesicht.